Durchschnitt. Was ist das und wie rechne ich den Durchschnitt aus? Dazu sehen wir uns erstmal ein Beispiel an. In unserem Beispiel hat jede der Figuren eine unterschiedliche Anzahl von Gummibärchen. Der gelbe hat 3, der rote 2 und der blaue 4. Wie können wir die jetzt gerecht verteilen? Wie viel hat also jeder im Durchschnitt? Das ist dieselbe Frage. Naja, hier sehen wir schon ganz intuitiv, wenn wir ein Gummibärchen von dem blauen zum roten schieben, dann hat jeder 3. Was aber, wenn die Aufgabe schwieriger wird? Wie kann man es grundsätzlich lösen? Grundsätzlich lösen wir es so. Wir nehmen erstmal alle Gummibärchen zusammen. Die 3 vom gelben und die 2 vom roten und die 4 vom blauen. 3 plus 2 plus 4, 9 Gummibärchen. Und wenn wir sie jetzt so schön alle zusammen haben, verteilen wir sie gerecht. Wir rechnen also 9 geteilt durch 3. 9 geteilt durch 3 ist 3. Das heißt, hier 3 Gummibärchen, da 3 Gummibärchen und da 3 Gummibärchen. Du siehst, wir kommen zu derselben Lösung. Hier habe ich dir die Rechnung nochmal aufgeschrieben. 2 plus 3 plus 4 Gummibärchen waren 9 Gummibärchen. Das heißt, rechne alle dir zur Verfügung stehenden Zahlen einzelnen Zahlen zusammen. Danach haben wir wieder aufgeteilt. 9 geteilt durch 3 ist gleich 3, denn wir hatten 3 Personen bzw. 3 Zahlen am Anfang. Das Ergebnis 3 ist hier der Durchschnitt. Das heißt, im zweiten teile die Summe, also die 9, die du oben errechnet hast, durch die Anzahl der Personen oder Zahlen, die du am Anfang zur Verfügung hattest. Wir hatten 3 Anzahlen von Gummibärchen bzw. 3 Personen. Das meine ich hier mit Zahlen oder Personen. Wenn wir den Durchschnitt bilden, haben wir zwei Schritte. Erstens alle Zahlen zusammenrechnen. Zweitens teile die Summe durch die Anzahl der Zahlen. Wenn wir also 5 Zahlen hätten, müssten wir hinterher durch 5 teilen. Ich mache jetzt noch ein Beispiel. Bei uns in Brandenburg gibt es im Bereich Deutsch in der Grundschule 5 Zensuren in den verschiedenen Teilgebieten. Angenommen, das hier sind deine 5 einzelnen Deutschzensuren. Eine 2, eine 1 zum Beispiel in Rechtschreiben, eine 3 zum Beispiel in Texte verfassen, dann noch 2 Zweien und jetzt möchtest du den Durchschnitt berechnen, beziehungsweise ist das als Lehrerin meine Aufgabe zu gucken, was ist denn jetzt hier die Durchschnittszensur. Was machen wir also? Erstens alle Zahlen zusammenrechnen. 2 plus 1 ist 3, plus 3 ist 6, plus 2 ist 8, plus 2 ist 10. Ich schreibe es nochmal auf. 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 2 ist gleich 10. Zweiter Schritt. Ich teile dieses Ergebnis durch die Anzahl der Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen. Also teile ich hier durch 5. Na, die Aufgabe ist leicht, das ist gut. 10 geteilt durch 5 ist gleich 2. Die Durchschnittszensur von diesen einzelnen Zensuren hier ist also 2. So, ich hoffe, du konntest damit was anfangen und kannst jetzt selbst den Durchschnitt von verschiedenen Dingen bilden. Achtung, manchmal bleibt hier ein Rest. Dann gucke bitte, ob der Durchschnitt näher bei der Zahl liegt, die hier steht, oder vielleicht näher bei der nächsten Zahl.